wollte meinen Impuls gern starten mit einem Bibelvers aus Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Würdet ihr sagen, dass eure Gedanken immer diesen Eigenschaften entsprechen? Dass sie immer wahrhaftig sind, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert? Ich kann es nicht von mir sagen. Und zwar geht es bei mir um das Thema Ängste. Ich verschwende viel zu viel Zeit, damit mir Sorgen zu machen, gedanklich. Genau, und das war von klein auf schon so. Ich habe das hier in der Jugend auch schon mal erzählt. Also es kann sein, dass einige von euch das schon von mir gehört haben, dass ich von klein auf Ängste und Zwänge hatte. Und besonders schwierig war immer das Thema Essen. Und genau, das nahm so ein großes Ausmaß an, dass ich immer dünner wurde. Ich war schon immer dünn, also von Natur aus. Aber aufgrund dieser Ängste habe ich immer weiter abgenommen. Vielleicht fragt euch jetzt, okay, was für Ängste sind denn das? Ich kann es ja mal so kurz zusammenfassen. Es ist richtig übertrieben und wahrscheinlich werden das die meisten von euch gar nicht nachvollziehen können. Aber meine Angst ist immer, dass Lebensmittel irgendwie manipuliert sein könnten, also im Supermarkt, dass irgendwie eine Packung nicht richtig verschlossen ist. Ich habe Angst vor Lebensmittelrückrufen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommt. Es gibt halt immer wieder Lebensmittel, mit denen irgendwas in der Fabrik passiert oder so, die dann zurückgerufen werden. Genau, auf jeden Fall ist es halt immer meine Angst, wenn ich was esse oder auch einkaufe, damit könnte jetzt irgendwas sein, was mir schaden wird. Und diese Angst ist immer, immer größer geworden, sodass ich einfach irgendwann aufgehört habe zu essen. Nicht komplett aufgehört, aber ich habe einfach immer weniger gegessen, weil ich fühlte mich wie so ein Opfer von diesen Ängsten. Es war halt so real und so stark. Ich hatte teilweise wirklich über Tage Panik oder über Wochen. Ich weiß noch, wir haben, Leon und ich haben letztes Jahr geheiratet und es war so unsere erste gemeinsame Reise nach Paris. Also eigentlich voll der Traum, so voll romantisch. Aber an dem ersten Abend schon habe ich was gegessen, wovor ich Angst hatte. Und ich muss es wirklich sagen, es war im Grunde gelaufen, diese Reise. Es ging mir so unbeschreiblich schlecht und ich konnte es gar nicht richtig genießen, weil ich gedanklich die ganze Zeit damit beschäftigt war und dachte, okay, was war jetzt mit dem Essen? Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Also es war wirklich furchtbar, so richtig traurig eigentlich. Genau, und ich habe dann einfach, weil es mir viel zu schwer war, immer diese Angst ertragen zu müssen, habe ich angefangen, ja, immer weniger zu essen. Ich habe teilweise nur eine Mahlzeit am Tag gegessen. Aber wenn man nicht darauf angesprochen wurde, also wenn zum Beispiel mein Papa auch meinte, Jana, du bist echt dünn, das ist gefährlich, du musst essen, dann war ich richtig abweisend teilweise, weil ich dachte so, hä, ich esse doch so. Ich meine, einmal am Tag, ne? Ich esse doch. So richtig dumm. Ich habe halt total die Realität aus den Augen verloren. Und habe selber gar nicht gesehen, was ich gerade in meinem Körper mache. Also ich habe mich eigentlich immer mehr in Luft aufgelöst, weil ich immer dünner wurde. Aber es hat halt auch alles funktioniert. Ich habe noch gearbeitet, ich war hier in der Gemeinde, es ging irgendwie alles. Und ich habe einfach gar nicht gesehen, wie gefährlich das gerade war oder immer gefährlicher wurde. Genau, irgendwann war es dann so, dass ich dann aber doch mich entschieden habe, in eine Klinik zu gehen, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mich diese Ängste so versklaven. Und ich wurde auch immer wieder, auch von Leon, von meinen Eltern, meinem Bruder, ermutigt, so, hey, mach das, geh in eine Klinik, geh dir diese Ängste an. Und das fiel mir sehr, sehr schwer, aber ich habe mich dann entschieden, letztes Jahr im Herbst in eine Klinik zu gehen. Und als ich dort ankam, ist mir erst richtig bewusst geworden, was mit mir passiert oder passiert ist. Eine Therapeutin, die hat mich so richtig angestarrt und meinte so, ich bin so erschrocken, als ich sie gesehen habe, sah ich nur ihre Knochen durch die Kleidung durch. Und dann hat sie mir vor Augen geführt, wie ernst mein Zustand ist. Sie meinte, wollen Sie leben? Und ich saß da, ich habe so angefangen zu heulen. Ich dachte, was passiert hier gerade? Was sagt diese Frau? Natürlich will ich leben, was ist denn hier los? Und dann haben sie mir einfach bewusst gemacht, so, dass mein BMI viel zu niedrig war, also wirklich viel zu niedrig. Und ich hatte auch ein Gespräch mit einem aus der Gemeinde hier, dann telefonisch, der sich auch auskennt. Und als er mein BMI hörte, meinte er, Mirjana, das ist echt kritisch so. Du musst aufpassen, es kann sein, dass du jeden Moment zusammenbrichst. So. Und als ich all das hörte, war ich einfach so schockiert und ich habe das überhaupt nicht geahnt irgendwie.
Und dann habe ich gemerkt, okay, auch wenn ich nicht in dieser Klinik sein wollte, ich wusste, jetzt ist das der Ort, wo ich sein muss. Und ja, es war einfach richtig krass, weil so paradox. Ich hatte Angst vor dem Essen und habe aufgehört zu essen. Und schließlich war es so, dass nicht das Essen mich töten würde, sondern das Nicht-Essen. Also die Therapeutin hat echt gesagt, so, wenn sie so weitermachen, dann endet das einfach. Also das ist lebensbedrohlich, was sie hier machen, so ungefähr. Ja, und dann ging es los erstmal, dass ich zunehmen musste. Und sie haben mir dann so Kaloriengetränke gegeben, zusätzlich zu den Mahlzeiten. Und ja, ich sollte mich nicht so viel bewegen, ich sollte keine Treppen steigen, sondern lieber auf Fahrstuhl fahren, dass ich bloß keine Kalorien verliere. Und ja, genau, also es war dann, ging los, so der Kampf. Und was dann auch noch richtig gruselig war, dass meine Blutwerte auch ziemlich schlecht wurden, besonders mein Kaliumwert. Da gab es dann so eine Situation, dass die mich, also die Pfleger da im Krankenhaus mich plötzlich so in ihren Raum gerufen haben. Und dann meinte die Ärztin, ja, wir suchen gerade einen Platz auf der Intensivstation für sie zu bekommen, weil ihr Kaliumwert zu niedrig ist. Und das war dann nochmal so eine neue Nachricht, wo ich dachte, okay, was geht hier ab? Irgendwie ist es richtig lebensbedrohlich gerade alles und gruselig. Und ich konnte nicht glauben, dass das meine Realität gerade war, dass das wirklich passierte. Letztendlich war es so, dass ich nicht auf die Intensivstation konnte, weil da kein Platz frei war. Und dann habe ich da auf der Station, wo ich war, dann Kalium bekommen und alle möglichen Vitamine. Und genau. Also ja, ich habe einfach richtig deutlich erlebt, wie Ängste einen versklaven können und wie sie einen letztendlich sogar töten können oder in die Richtung führen können, immer weiter zum Tod hin. Und da finde ich den Vers aus Johannes 10, Vers 10 einfach richtig passend, weil genau das ist das, was der Teufel will. Er will uns versklaven, er will uns töten. Und in Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist unser Gott. Jesus möchte, dass wir leben. Er möchte nicht, dass wir versklavt sind, sondern er möchte, dass wir leben. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich habt ihr nicht diese Angst vor Lebensmitteln wie ich, aber vielleicht habt ihr andere Kämpfe, andere Ängste oder auch, keine Ahnung, irgendwelche Süchte vielleicht, andere Sünden, irgendwelche Dinge, mit denen ihr zu kämpfen habt. Macht euch bewusst, dass es immer wieder echt auch der Teufel ist, der euch versuchen will, der euch Lügen einreden will. Und was ganz wichtig ist, was ich jetzt lernen durfte, ist, wir sind keine Opfer. Wir sind nicht dem ausgeliefert. Wir fühlen uns vielleicht so, wir denken, oh, ich kann nichts tun. Das sind jetzt die Gedanken, ich kann nichts tun, sie kommen einfach so über mich. Aber wie ich an dem ersten im Vers in Philippa vorgelesen habe, ist, das ist ja richtig eine Anweisung. Also in dem Vers stand ja, denkt an diese Dinge, denkt an die Dinge, die liebenswert sind, die ehrbar sind. Das heißt, in Jesus haben wir auch wirklich die Kraft, uns zu entscheiden, an ihn zu denken, an das Gute zu denken, unsere Gedanken auf ihn zu lenken und weg von den Ängsten, weg von der Sünde. Und das ist das, was ich gerade lernen muss, immer mehr. Ich bin immer noch in diesem Kampf, immer noch, ja, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder neu versklaven lasse, sondern dass ich immer mehr den Weg in die Freiheit finde. Und ja, da möchte ich euch einfach voll ermutigen, dass wenn ihr irgendwie Kämpfe habt, dass ihr euch auch Hilfe sucht, dass ihr guckt, dass ihr mit vertrauten Menschen sprecht und dass ihr vor allem auch in die Bibel schaut, welche Verse können euch helfen, was kann euch ermutigen, gerade in den Situationen. Und ich würde auch gern besonders diejenigen ansprechen, die vielleicht auch Probleme haben mit dem Thema Gewicht. Ich habe halt immer gedacht, so ja, ich bin ja nicht magersüchtig. Und ja, ich bin nicht klassisch magersüchtig und trotzdem waren die Auswirkungen das Gleiche. Und ich habe einfach gesehen, wie schnell es kippen kann. Also so schnell verliert man die Kontrolle und plötzlich wird es gefährlich. Und solltest du hier sein und irgendwie Probleme haben mit deinem Gewicht und denken, oh, ich bin immer so dick, ich höre auf zu essen, pass auf, es kann so gefährlich werden und das so schnell, ohne dass du es merkst. Deswegen, ich möchte euch einfach sagen, haltet euch an Jesus fest und lasst euch nicht versklaven, sondern ergreift Jesus Hand und vertraut ihm. Ich bete noch einmal. Jesus, danke, dass du uns so liebst, dass du wirklich einen guten Plan für uns hast und dass du Leben für uns möchtest. Bitte, Herr, schenk du dieses Leben uns allen hier und hilf uns, dass wir uns nicht versklaven lassen. Hilf uns, dass wir erkennen, wenn Sünde in unserem Leben ist, wenn Dinge in unserem Leben sind, die uns von dir wegziehen. Hilf uns, dass wir das erkennen
Und dass wir durch dich frei werden, Herr, dass wir wirklich kämpfen und nicht passiv sind und uns nicht wie Opfer fühlen, sondern dass wir wissen, nein, in dir können wir Freiheit erfahren. Und darum bitte ich dich, dass du uns wirklich Freiheit schenkst, Freiheit von aller Sünde, dass wir dir vollkommen vertrauen und wissen, dass du der Herr bist über alles. Bitte segne diesen Abend und begegne uns. Ich danke dir. Amen.